Wahlkonfrontationen 2006. Heinz-Christian Strache gegen Alexander Van der Bellen. Mit Ingrid Turnherr. Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend Ihnen. In 12 Tagen wird gewählt. 5-mal heute inklusive werden sich in unserem Konfrontationenstudio noch Spitzenkandidaten gegenüber sitzen. Heute sind die Proponenten im Rennen um den umkämpften Platz 3 zu Gast. Und die finden sich an den ganz entgegengesetzten Enden des politischen Spektrums. Strache ist der größte Hassprediger im Lande. Das sagt Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. Guten Abend, Herr Van der Bellen. Guten Abend. Van der Bellen würde auch Zwentendorf aufsperren oder in Hainburg die Au roden lassen, wenn er Vizekanzler werden kann, sagt Heinz-Christian Strache. Guten Abend, Herr Strache. Schönen guten Abend, Frau Thurnherr. Schönen guten Abend, Herr Van der Bellen. Guten Abend. Herr Van der Bellen, warum ist es Ihnen eigentlich so wichtig, bei dieser Wahl als Dritter, aus dieser Wahl als Dritter herauszugehen? Würde es Ihnen nicht einfach auch reichen, stärker zu werden? Ja, das ist das erste Ziel natürlich. Stärker zu werden, bestätigt zu werden im Programm. Andererseits hat die FPÖ gerade in der Position der drittstärksten Fraktion des Nationalrats jetzt über bald 20 Jahre, denke ich, gezeigt, wie man da auch die Stimmung im Land, die Politik der Regierung beeinflussen kann. Mit so einer Mischung aus Widerwärtigkeit und Lächerlichkeit, finde ich. Und es war oft nicht leicht, sich zu entscheiden, was ist es jetzt. Zwischendurch gute Scherze, also der vorhin, der war echt gut. Also das war das einzige Mal, wo ich über Herrn Strache wirklich herzlich gelacht habe. Weil Hainburg zu roden, um in die Regierung zu kommen, der Schnee ist gut. Über den Rest kann ich nicht lachen. Jemand, der systematische Verhetzung betreibt in Österreich, der sich bemüht, die Leute zu verführen, zu hassen, wo wird das hinführen? Wir haben das alles schon erlebt. Ich kann nur sagen, der soziale Friede in diesem Land ist gefährdet und er ist durch Leute wie Sie gefährdet, Herr Strache. Und ich finde das furchtbar einerseits und andererseits, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das ist eben das, warum ich mir so sehr wünsche, dass wir in diesem Nationalratswahlkampf so sehr gestärkt werden, dass wir als drittstärkste Fraktion daraus hervorgehen und nicht jemand, der eine reine Sündenpolitik in Österreich betreibt, der nichts zu sagen hat, außer der Ausländer ist schuld, der Ausländer ist schuld, der Ausländer ist schuld. Diese Art von Politik führt letztlich, wenn man die Sache zu Ende denkt und geschichtlich ein bisschen sich um die Sache kümmert, immer zur Gewalt. Und dafür werden Sie verantwortlich sein. Über viele dieser Themen werden wir dann noch im Einzelnen reden. Zunächst einmal, Herr Strache, Sie haben ja auch sich als Wahlziel gesteckt, ein zweistelliges Ergebnis. Oder möchten Sie auch unbedingt Dritter werden? Ist es jetzt dieser Kampf um den dritten Platz hier? Natürlich wollen wir Dritter werden. Und ich meine, wenn man den Herrn Van der Bellen auch hört, und dann wirken sie oftmals sehr bedächtig, sie wirken sehr langsam auch in ihrer Sprache. So stellt man sich auch den netten Onkel von nebenan vor, den man vermeintlich gerne auch als Nachbar hätte. Sie kommen auf Sanftpfötchen daher. Wenn man aber ihre Programmatik betrachtet, die grüne Programmatik, und teilweise auch da einmal ein bisschen sozusagen hineinschnuppert, dann merkt man, dass in Wirklichkeit, wenn Sie Möglichkeiten hätten, an die Macht zu kommen, doch Krallen im Spiel sind, ob das jetzt der Bereich ist, wo Sie Autofahrer als Milchkuh der Nation in Österreich letztlich sein, wo Sie und Ihre Programmatik vorhat, den Benzinpreis auf 1,80 Euro pro Liter zu erhöhen, wo Ihre Programmatik vorsieht, dass der Diesel mit dem Benzin sozusagen gleichziehen soll, bis hin zur City-Maut, bis hin zur Autobahn-Maut, bis hin dort, wo Sie grüne Mitverantwortung haben in Oberösterreich, wo man zwischen Linz und Wales letztlich auch feststellen kann, dass jetzt eine 100 km/h-Beschränkung gekommen ist, angeblich um den Feinstaub zu reduzieren. Und da gibt es ganz interessante Studien, auch das ARPÖ, der sagt, also, und Sie sind ja Kettenraucher, Sie wissen das, wenn man 3 Zigaretten hintereinander raucht, hat man mehr Feinstaubbelastung verursacht, als wenn ein Diesel-Pkw eine halbe Stunde lang läuft. Und da gibt es also Bemessungen, das ist durchaus interessant. Das heißt, Sie wollen aber Autofahrer belasten. Sie wollen sozusagen ihre Krallen ausstrecken. Sie haben ein grünes Gruselpaket, ein Belastungspaket. Und gleichzeitig sprechen Sie auch in Ihrer Diktion, wenn wir Probleme aufzeigen, vom politischen Feind. Und das ist hochinteressant, denn das zeigt, dass Sie eine Diktion haben, einen Stil haben, der entweder ein schlechter ist, der mit dem politischen Feind, mit so einer Diktion, da hat man eigentlich mit Vernichtungsgedanken zu tun und das sollte man in der Demokratie nicht haben und nicht hegen, solche Gedanken. Und zum anderen hat man den Eindruck, wenn das nicht der Fall wäre, ersteres, dann sind Sie ein schlechter Verlierer. Denn bei der Wiener Wahl haben Sie
deutlich hinter der FPÖ abgeschnitten und die FPÖ hat 15% erreichen können in Wien und sie würden letztlich mit so einem Stil und mit dem politischen Feind, den sie die FPÖ als solchen empfinden und bezeichnen, letztlich auch die österreichischen Wähler, nämlich über 100.000, die uns in Wien gewählt haben, als solche bezeichnen und das finde ich ungehörig. So, jetzt tun wir zuerst einmal anschauen, wie im Moment die Umfragensituation sich für Sie beide darstellt. Es gibt eine aktuelle Sonntagsfrage gemacht von OGM für Report Fakten. Die schaut so aus, 10% für alle beide. Market schätzt das ein bisschen anders aus, ein und sagt für die Grünen 11% im Moment, für die FPÖ 8%. Und jetzt liegen dann ein Haufen gegenseitige Vorwürfe auf dem Tisch, Herr van der Bellen. Autofahrerfeindliche Partei und alles Mögliche hat Ihnen der Herr Strache jetzt da an den Kopf geworfen. Ja, alles Mögliche an Unwahrheiten, Halbwahrheiten und frei erfundenes. Das ist ein Schmarrn, Herr Strache. Die 1,80 Euro, die haben Sie frei erfunden für Benzin. Das ist für die Grünen vollkommen fremd. Ich müsste es ja wissen, wenn es in unserem Programm steht. Und das zeigen Sie mir nach der Sendung schwarz auf weiß, wo das steht. Das ist frei erfunden. Das ist die Forderung Ihrer Bildungspolitik. Bei den 100 km/h auf einer Autobahn, wo zu viel Feinstaubbelastung gemessen wurde, die nachweislich aus dem Diesel kommt, da müssen Sie sich halt einmal entscheiden, Herr Strache, ob Sie gesundheitspolitisch im Interesse unserer österreichischen und nicht österreichischen Kinder etwas machen wollen oder nicht. Und ich appelliere einfach an die Autofahrer und sage, ja, ich verstehe, das ist lästig, wenn man runtergehen muss von 130 auf 100, aber versteht's doch, ihr seid auch Väter, ihr seid Mütter, ihr seid Onkel und was weiß ich, Großeltern, denkt an die Kinder und die Feinstaubbelastung. Und das ist auch nicht nur grüne Politik, muss ich in dem Fall sagen. Das ist Umweltpolitik sämtlicher Landesräte in ganz Österreich. Dass dort ÖVP und SPÖ, dass dort, wo die Feinstaubbelastung überschritten wird, aus gesundheitspolitischen Erwägungen etwas getan werden muss. Dazu stehe ich, davon bin ich voll überzeugt. Warum habe ich Herrn Strache als politischen Feind bezeichnet? Offenbar ist es für mich eine absolut unübliche Wortwahl. Ich unterscheide sehr klar zwischen einem Gegner oder einem Konkurrenten. Beispielsweise konkurrieren die Grünen mit der Volkspartei oder mit den Sozialdemokraten natürlich um Stimmen, um Bestätigung bei der Wahlurne. Was Herr Strache macht, ist etwas ganz anderes. Herr Strache ist ein Hetzer. Herr Strache ist ein Sündenbocksucher. Es sind immer die Ausländer und sonst niemand, die an irgendetwas schuld sind. Und jetzt kann man natürlich bestimmte Probleme ausmachen, auch in Österreich. Wir wissen, dass in den Schulen zu wenig getan wird in der Sprachenausbildung, in der Deutschausbildung, im muttersprachlichen Unterricht, weil die Kinder, die ihre Muttersprache gut beherrschen, wenn sie nicht eh schon Deutsch ist, umso leichter dann auch Deutsch lernen. Dass wir die Dreisprachigkeit fördern und das als Chance erkennen. Wir sagen, das ist eine Riesenchance für Österreich, auch wirtschaftlich gesehen. Sie sagen, das ist eine Belastung, weg, abschieben und so weiter. Ihr Weltbild ist so anders als meines, so anders als das der Grünen. Das ist so gestrig, ja, dieses Abschotten wollen in der Welt von heute, in der EU von heute, wo die Konkurrenz ja nicht auf uns wartet, bis Österreich sich besinnt, beispielsweise auf die notwendigen Investitionen in der Bildungspolitik. Sie haben nur ein Programm. Bellen, ich bremse jetzt einmal ein, weil Sie immer sehr davon galoppieren, zeitmäßig. Herr Strache, Verhetzer, Sündenbocksucher, Abschotter, enges Weltbild. Na also, das muss man einmal ganz heftig zurückweisen. Ich verstehe schon, dass die Nervosität beim Herrn van der Bellen gegeben ist, denn bei allen Umfragen und Umfragewerten schmelzen sie dahin und das können sie ausnahmsweise einmal nicht auf die Erderwärmung zurückführen, sondern das ist eine Klimawandlung, die in der österreichischen Bevölkerung stattfindet, wo man letztlich ihre Programmatik und auch ihre Falschdarstellung und ihre Parolen, die sie hier reiten, einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist Realitätsverweigerung, die sie betreiben, passt vielleicht zum Sigmund Freud, ja, wo man Realitätsverweigerung vielleicht sie auch als Weltmeister der Realitätsverweigerung bezeichnen könnte, denn wenn wir heute von Hasspredigern reden und Sie werden hoffentlich Zeitung lesen und wird Ihnen hoffentlich auch aufgefallen sein, wo der Hass letztlich auch stattfindet nach einer Aussage des Heiligen Vaters, der dem Frieden das Wort geredet hat, wo es dann brennende Puppen gibt, nämlich Papstpuppen, wo es brennende Fahnen gibt, wo letztlich mit Gewalt auch gegenüber Christen vorgegangen wird, wo es Bomben bei Kirchen gibt, dann ist das eine Entwicklung, die uns Sorge macht, bis hin zur Morddrohung gegenüber dem Papst. Dann macht uns das Sorge, denn das ist Gewalt, das ist
Hass, der teilweise stattfindet. Das sind genau auch jene Brandstifter, die letztlich auch Fahnen abbrennen. Das haben wir letztlich auch bemerkt in den letzten Tagen und auch Sie werden das bemerkt haben. Und das macht Sorge. Und genau das zeigen wir auf, dass es hier eine gefährliche Entwicklung gibt, wo man in der Bundesrepublik Deutschland auch von Seiten der rot-grünen Regierung viel, viel weiter war als Sie und auch diese Entwicklungen als gefährliche Entwicklungen erkannt hat und damals auch schon von der Leitkultur und von der Wertedebatte gesprochen hat, wo man auf solche Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht hat. Und genau darum geht es uns. Und Sie werden ja bitte auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass es hier letztlich auch Hetze gibt. Nämlich Hetze auch durchaus von Menschen gegen unsere Kultur, gegen unsere Sitten auch, die stattfindet. Und da können Sie bitte nicht dem Papst unterstellen, dass er, indem er gesagt hat, das Schwert ist sicherlich nicht dazu da, um Andersgläubige zu einem Glauben zu zwingen. Das war ja letztlich die Aussage, seine eigene Definition, wo er für den Frieden letztlich das Wort erhoben hat, der Heilige Vater. Und deshalb sollten wir schon bitte auch die Kirche im Dorf lassen, wenn Sie hier von Hassprediger sprechen und von Brandstifter. Ich habe Brandstifter erlebt. Ich habe ja auch Molotow-Cocktails bei Opernball-Demonstrationen erlebt, wo grüne Funktionäre von Peter Pilz bis Margulis auch grüne bei Funktionäre haben dabei waren bei Opernball-Demonstrationen im 89er Jahr, wo der Herr Peter Pilz damals auch gerufen hat, und ich zitiere ihn, haust den Bullen eine rein. Das hat er damals gesagt und diese Herrschaften waren dabei. Das waren Brandstifter, die dabei waren. Bei Opernball-Demonstrationen, wo Molotow-Cocktails geworfen wurden. Das ist genau das Unglaubliche. Sie sagen, das wissen Sie. Das ist Ihnen unangenehm, das verstehe ich schon. Das ist mir nicht unangenehm, sondern Sie werden morgen unseren Rechtsanwalt im Haus haben. Das ist unerhört. Und da freue ich mich darauf, denn der Peter Pilz war bei Demonstrationen, wo Molotow-Cocktails geworfen wurden. Und er war dabei und hat sich nicht davon distanziert, offenbar von diesen Demonstranten, die mit Gewalt und letztlich auch mit Brandsätzen tätig geworden sind. Herr Strache, liegen mehrere Anzeigen wegen Verhetzung vor. Rechnen Sie mit einer Verurteilung? Nein, also ich vertraue hier völlig auf die unabhängigen Gerichte, denn es gibt keine Verhetzung von meiner Seite, sondern wir zeigen Probleme auf, wir zeigen gefährliche Entwicklungen auf, wo Gewaltpotenziale vorhanden sind, wo wir erleben, dass letztlich auch im Grunde genommen bei uns eine Fehlentwicklung stattfindet. Und genau das bringen wir auch zum Ausdruck, dass hier, und ich kann gerne auch dem Herrn van der Bellen einige Zitate zum Besten geben, wenn wir schon einmal dabei sind, wo wir letztlich, ich komme dann eh Sie werden, dran, ne? Sie werden das ja auch bitte zur Kenntnis nehmen, ne? Wenn also hier sogar der ehemalige, der deutsche Innenminister Schiele im Jahr 2005 damals gesagt hat, das kulturelle Profil der deutschen Gesellschaft müsse geschützt werden, da wies Schiele alle Multikulti-Bestrebungen zugunsten einer deutschen Leitkultur in die Schranken. Das heißt, dort war man unter Rot-Grün auch schon viel, viel weiter. Und natürlich ist das auch bitte etwas, was wir bei uns sehen müssen. Wir müssen letztlich auch zur Kenntnis nehmen, dass es hier Bestrebungen gibt. Und ich darf bitte den Herrn türkischen Präsidenten Erdogan zitieren, der Folgendes gesagt hat. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten, Quelle die Welt. Das sind durchaus auch Zitate, mit denen wir uns beschäftigen sollten, bis hin zu dieser Morddrohung. Fragen Sie mal den Punkt, Herr van der Bellen. Ich werde mich jetzt sicher nicht dazu hinreißen lassen, Morddrohungen gegen den Papst, so unerhört das ist, im österreichischen Wahlkampf zu verwenden. Aber der Herr Strache hat eine interessante Bemerkung gemacht. Nämlich, er hat auf die Unabhängigkeit der österreichischen Gerichte vertraut. Nehmen wir das einmal. Gemäß Oberlandesgerichts Wien darf man Ihnen, Herr Strache, Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut unterstellen. Zweitens, Herr Strache, Ihr Parteifreund Gudenus ist, glaube ich, rechtskräftig inzwischen, verurteilt worden wegen Verharmlosung, Wiederbetätigung im Sinne des NS-Gesetzes, wegen Leugnung von Gaskammern im Dritten Reich. Drittens, Sie kennen sicherlich Gerd Honzig, mehrfach verurteilter Neonazi, der jetzt einen Wahlaufruf zu Ihren Gunsten veröffentlicht hat, ist verurteilt worden in Österreich rechtskräftig, hat sich aber dem durch Flucht entzogen. Das sind alles Urteile unabhängiger österreichischer Gerichte. Was sagen Sie eigentlich zu Herrn Honzig? Soll er nach Österreich kommen, Sie wählen und dann seine Strafe absitzen oder wie sehen Sie das? Ich empfinde, dass es unerhört, was Sie hier betreiben, und ich kann Ihnen jetzt einmal eine Klarstellung auch mit auf den Weg geben. In diesem Gerichtsurteil, das Sie zitieren, steht auch drinnen unter anderem letztlich, beziehungsweise, dass das ein Wert
Werturteil ist, das man letztlich jedem Österreicher unterstellen kann und dieses Werturteil deshalb auch letztlich so zu betrachten ist, dass das jeden Österreicher betrifft. Und das wurde damals so bewertet. Und ich kann Ihnen gerne vorlesen, was das Profil damals über den Rechtsanwalt Dr. Giege und Ruggenthaler und Simon uns damals als Erklärung mitgegeben hat. Nämlich, sollte durch die Berichterstattung der unrichtige Eindruck entstanden sein, dass Heinz-Christian Strache rechtsradikales oder nationalsozialistisches Gedankengut vertrete, so bedauert Profil das. Und ich kann Ihnen gerne auch... Herr Strache, bevor Sie uns da stapelweise jetzt Zitate vorlesen, warum ziehen Sie eigentlich keinen klaren Schlussstrich? Ich ziehe einen klaren Schlussstrich, denn diese Diffamierungen und Schmutzkübeln, die hier ganz bewusst betrieben werden, sind ja genau dazu da, um nicht über Sachlichkeit und sachliche Themen zu diskutieren, sondern es wird immer das gleiche Prinzip betätigt. So wie damals bei den EU-Sanktionen, wo Sie ja auch diese EU-Sanktionen unterstützt haben gegen Österreich, wo Sie bis heute auch nicht so wieder... Herrn Honzig haben wir schon 100-mal besprochen, dass ich genauso wenig beeinflussen kann, ob mich irgendein Verbrecher oder sonst wer vorschlägt zu wählen, genauso wenig wie Sie beeinflussen können, dass Sie ein Kommunist oder der Herr Fidel Castro empfiehlt zu wählen. Das können Sie genauso wenig beeinflussen. Und genau das ist ja der Unsinn. Und Sie kommen dann mit solchen Schmutzkübeln daher und versuchen, einen in ein rechtes Eck zu stellen. Und das ist ungeheuerlich. Und das weise ich heftigst zurück, weil mit dieser Ungeheuerlichkeit zeigen Sie ja eigentlich, dass Sie im Grunde genommen gar nicht bereit sind, offenbar über Probleme und Sachlichkeiten zu diskutieren, sondern eben genau mit diesen alten Mustern, wo sogar ein grüner Minister wie Trittin sich damals von diesen EU-Sanktionen distanziert hat. Das fällt mir bis heute bei Ihnen. Das Oberlandesgericht Wien hat unter anderem gefunden, dass man Ihnen eine Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut nachsagen kann. Man darf nicht sagen, glaube ich, dass... Lassen wir mal dahingestellt, was steht ausdrücklich drinnen, dass ich das Gedankengut nicht habe. Das darf man ausdrücklich drinnen, dass ich dieses Gedankengut nicht habe. Und dass diese Wertvorstellung unter anderem, weil Sie gesagt haben und Herr Stadler gesagt haben und mehrere andere der Freiheitlichen Partei gesagt haben, dass Sie keinen Unterschied sehen können zwischen dem Naziterror in Österreich und der alliierten Besetzung Österreichs nach 1945. Damals sind wir gerade noch an einer Sondersitzung des Nationalrats sozusagen vorbeigeschrammt, als Stadler 2002 im Sommer, ich erinnere mich genau, bei einer sogenannten Sonnenwendfeier diese Äußerung getan hat. Das ist Ihr Umfeld, das sind Sie persönlich. Und das hat das Oberlandesgericht Wien auch bewogen dazu zu sagen, diese Formulierung, die Nähe zu NS-Gedanken, dieses Werturteil... jedem Österreicher quasi zuzumuten. Und genau das war die Definition. Dieses Werturteil, genauso wie beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, bitte, wo auch ein Urteil getroffen wurde, dass Werturteile letztlich straffrei bleiben, dass das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, auf das Sie sich so gerne berufen, auch eine Privatstasi ist, eine kommunistische Tarnorganisation als Werturteil, dass man das sagen darf, bis hin zu polypenartiger Institution. Genau so gehen Sie letztlich auch mit Werturteilen um. Ja, das ärgert Sie jetzt schon, nicht? Ja, das ärgert mich sehr, wenn Sie mit solchen untergriffigen Schmutzkübeln arbeiten. Das ist, der Schmutz kommt von Ihnen, Herr Strache. Der Kübel vielleicht von mir. Ich glaube, so kommen wir nicht wirklich weiter. Und wir sollen ja auch den Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen eine Idee davon geben, was sie über verschiedene Themen denken. Wir haben sehr weit in die Geschichte zurückblicken müssen, um zwischen Ihnen eine Gemeinsamkeit finden zu können. Die fand sich aber dann doch vor 12 Jahren, als Ihre beiden Parteien in der Frage des EU-Beitritts auf der gleichen Seite standen, nämlich damals auf der Seite der Neinsager. Wir wissen, das hat sich alles sehr geändert. Die Grünen haben sich zu, kann man sagen, glaube ich, glühenden EU-Befürwortern gewandelt und haben auch alle Entscheidungen im Nationalrat in diese Richtung auch in letzter Zeit mitgetragen. Also Erweiterung natürlich, Rumänien, Bulgarien und auch für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gestimmt, Herr van der Bellen. Warum halten Sie dafür eine gute Idee? Glühende Befürworter ist, glaube ich, nicht ganz die richtige Beschreibung, sondern wir sagen, wenn es die EU nicht gäbe, müsste man etwas Ähnliches erfinden. Eine transnationale politische Organisation, die sich bemüht, über die Interessen des Kleinstaats, in dem Fall Österreichs, hinaus gemeinsame europäische Interessen zu suchen, zu entwickeln und nach außen zu vertreten.
Das ist der Sinn der Europäischen Union. Nur glühend sind wir nicht, weil es gibt zu wenig demokratische Legitimation. Wir kennen die Probleme der Entscheidungsfindung in der Union und, und. Aber gut, dass es sie gibt, man muss sie weiterentwickeln. Auch in die Türkei, sagen Sie. Das sagen wir nicht. Wir sagen, es war richtig, die Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Und dazu stehe ich voll und ganz. Die Türkei sitzt seit 40 Jahren im Wartezimmer der Europäischen Union, früher der EWG. Alle Entscheidungen der EU bisher liefen darauf hinaus, dass Verhandlungen eingeleitet werden. Aber Verhandlungen, ich habe immer gesagt, und wenn diesen Sonntag eine Abstimmung zu treffen wäre im österreichischen Parlament darüber oder wo auch immer, ob die Türkei Mitglied der Union wird, dann müsste ich mit Nein stimmen. Warum? Weil die Türkei dafür nicht gerüstet ist im Augenblick, aus vielerlei Gründen, von der Kurdenfrage, den Minderheitenfragen, den Frauenfragen etc. Und weil die Union selbst dazu nicht gerüstet ist. Aber was in 10 Jahren sein wird, wenn die Verhandlungen beendet sind, früher ist es kaum vorstellbar, dass das sein wird. Oder in 15 Jahren, wenn es länger dauert, das kann niemand sagen. Aber grundsätzlich sage ich, die Türkei ist ein riesen Wirtschaftsraum vor unserer Haustür, hat Wachstumsraten, die der Union weit übertreffen. Wir wären ja blöd als Europäer und auch als Österreicher, wenn wir diese Kooperationschance einfach von uns weisen würden. Und speziell Österreich mit seinem hohen Anteil an Kurden und Menschen türkischstämmiger Herkunft, die Sprache beherrschen, die sozusagen das Milieu, die Kultur kennen, rein wirtschaftlich gesehen spricht alles dafür, die Verhandlungen ernst zu nehmen. Wie sie ausgehen, das weiß heute niemand. Sie können auch negativ ausgehen. Das passt ja alles nicht zusammen. Sie sagen ja dann so Sachen wie drastisch ein bisschen in der ganzen Strategie. Wenn man also die Türkei aufnehmen würde, dann wäre wohl der nächste Schritt gleich einmal die Aufnahme des Irak, des Libanon und Israels und damit sozusagen das Hereinnehmen bewaffneter, blutiger Konflikte in die Europäische Union. Das ist ja, steht doch überhaupt nicht zur Debatte, oder? Was zur Debatte steht in Brüssel, ist, dass zuerst als erstes nicht-europäisches Land, die Türkei, Mitglied werden soll. Und da hat der Herr van der Bellen am 21. November 2003 in der Zeit in Bild 2 gesagt, zum Türkei-Beitritt, Zieldatum könne für ihn zwischen 2008 und 2012 liegen. Er hat am 28. September 2004 gesagt, dass die Grünen natürlich die Beitrittsverhandlungen befürworten. Das haben sie dann auch in Folge getan. Und natürlich hat mit dem Ziel des Beitritts verhandelt zu werden, sind weitere Aussagen. Das sind genau. Beitrittsverhandlungen. Genau, und sie wollen also zwischen 2008 und 2012 den Beitritt das sozusagen haben. Das ist sozusagen ihr Zieldatum. Und jetzt geht es natürlich darum, dass Sie genau in diesen Fragen, Europäische Union, hergegangen sind und zum Beispiel auch bei der Europäischen Unionsverfassung mit allen anderen politischen Mitbewerbern, ÖVP, SPÖ, sogar dem BZÖ, gegen die Stimmen der FPÖ, für eine zentralistische EU-Verfassung gestimmt haben. Sie haben mit dieser Verfassung interessanterweise auch eine Verfassung unterstützt, die in Kraft treten soll, die unsere österreichische Verfassung ersetzen soll, damit die Neutralität zu Grabe tragen soll, auch offensichtlich für präventive Kampfeinsätze von österreichischen Soldaten letztlich auch dafür gestimmt. Und Sie haben auch für letztlich den Euratom-Vertrag, nämlich die Bestätigung dessen, gestimmt. Und zwar geht das deutlich hervor, indem da steht, dass die Geltung des Euratom-Vertrags durch das 36. Protokoll zur EU-Verfassung festgeschrieben wurde. Ich zeige es Ihnen gerne. Gibt es eine Anmerkung? Nach Artikel 4-437 der EU-Verfassung werden frühere Verträge aufgehoben. Mit dem Hinweis, dass der Artikel 4-437 des Euratom-Vertrages nicht berührt wird und dessen Geltung nochmals bekräftigt wird als Anhang der Europäischen Unionsverfassung. Das heißt, Sie hätten Gelegenheit gehabt, so wie die FPÖ, gegen diese EU-Verfassung auch aufzutreten, damit gegen diese Atomvertragssituation, letztlich auch gegen die Atomlobby hier aufzutreten und haben in Wirklichkeit mit ihrer Unterstützung das sogar bekräftigt. Und da kann man sich nur wundern, wenn Sie dann scheinheilig sich aufregen, dass jetzt die Euratom-Unterstützung mit 89% sozusagen erhöht wurde. Das ist dann genau die Scheinheiligkeit. Und zum Thema Türkei vielleicht noch ganz kurz eine Anmerkung. Das ist genau der Punkt. Es wird heute offen
in Brüssel schon darüber debattiert, dass nach der Türkei Marokko und Algerien als Mitglieder dazukommen sollen. Da muss ich Sie berichtigen, das wird diskutiert. Und in Folge dann eben auch überlegt, vom Irak habe ich nicht gesprochen, noch nie. Habe immer von Algerien und Marokko gesprochen. Und in Folge dann eben auch Israel durchaus ein Thema sein kann. Und dann wären wir mitten im Nahostkonflikt. Und genau das wollen wir verhindern. Deshalb sagen wir, an den Grenzen Europas Halt machen. Das kann eine gefährliche Entwicklung nehmen, die wir nicht wollen. Ja. Ein Wust an Vorwürfen. Von Neutralität bis Euratom bis bewaffnete Kampfeinsätze. Genau. Das ist die Realität. Setzen wir bei der Türkei wieder mal an. Die Grünen sind die einzigen in diesem Wahlkampf, die sich klar positioniert haben, dass Mitbürger mit Immigrationshintergrund auch Mitbürger sind, mit im Prinzip den gleichen Rechten und den gleichen Pflichten. Wir haben auch in der ersten Welle ein Plakat gemacht mit einem etwas fremdländisch aussehenden Menschen, türkischstämmiger Herkunft. Das ist ein echter Mensch, kein Modell, der sagt, dass Österreich eben auch seine Heimat ist. Wir haben das mit Absicht gemacht, weil wir ja kommen sehen haben, was der Herr Strache wieder aufführen wird. Ich glaube, es geht auch ohne diese Art von Fremdenhass und Abneigung gegen alles Ausländische. Schauen Sie, Sie müssten einmal ein bisschen mit den Leuten auch reden in Österreich. Vor ein paar Monaten bin ich mit einem Taxi, ich fahre viel Taxi, Taxifahrer gefahren, wir kommen ins Reden, es stellt sich heraus, er ist aus der Türkei gekommen, österreichischer Staatsbürger, seine Tochter geht auf die Wirtschaftsuniversität und sein Sohn studiert an der Universität Wien. Und wir reden so und dann haben wir seine Tochter eingeladen zu uns in den Grünen Club, wollten wir das mal anschauen, diese junge Dame, gut unterwegs, studiert, hat sehr gute Noten, macht einen absolut intelligenten Eindruck, trägt Kopftuch und so what. Das sind wichtige Menschen, die leisten gute Arbeit in Österreich und für Österreich. Und das muss man mal sagen in diesem Wahlkampf. So, EU-Verfassung und Euratom. Wenn wir die EU-Verfassung, die ja sowieso nicht in Kraft getreten ist, wie wir alle wissen, wenn wir diesen Verfassungsvertrag abgelehnt hätten, hätte das nicht das Geringste am Euratom-Vertrag geändert. Der ist nämlich jetzt genauso in Kraft, wie er vorher in Kraft war. Unabhängig davon, dass es wirklich die größte Eselei ist, die den Politikern der EU jemals eingefallen ist, ausgerechnet die Atomkraft aus den Binnenmarktregeln herauszunehmen und den Wettbewerbsregeln nicht zu unterwerfen. Das ist skandalös, das ist nach wie vor so. Und eine Annahme oder Ablehnung der EU-Verfassung hätte daran nichts geändert. Aber Herr Strache, die EU-Verfassung ist nicht in Kraft getreten. Obwohl ja, aber wenn die Franzosen Nein sagen durften. Sie ist nicht in Kraft getreten. Trotzdem den Euratom-Vertrag mit seinen skandalösen Regeln. Das ändert ja daran überhaupt nichts. Warum wir dem Verfassungsvertrag zugestimmt haben, ist, dass wir darin eine gewisse, deutlich wahrnehmbare, natürlich nicht weit genug gehende, nach unserem Verständnis, Verbesserung des Status quo gesehen haben. Eine Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit der Union, etwas bessere demokratische Regeln, bessere Gewaltenteilung in der Europäischen Union. Wenn Grüne den Vertrag geschrieben hätten, hätte er natürlich anders ausgeschaut. Aber ein Kompromiss von 25 Nationen ist eben ein Kompromiss. Und dazu stehe ich voll und ganz. Dass die Grundrechte zum ersten Mal in einem europäischen Verfassungsvertrag verankert sind, das wäre schon ein Riesenfortschritt gewesen. Auf die Details will ich mich jetzt gar nicht einlassen. Die Zustimmung zu diesem Vertragsentwurf war richtig. Aber was Sie wollen, ist etwas ganz anderes. Das ist ja hochinteressant. Sie schließen ja gar nicht aus, aus der EU auszutreten. Das ist ja hochinteressant. Herr Strache, Sie wollen ja, dass Österreich aus der EU austritt. Wirklich hochinteressant. Sie sind dazu auf der einen Seite für angebliche, für ein Energie- autonomes Österreich. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen Sie sich sozusagen einer zentralistischen Europäischen Union mit einem Brüsseler Diktat ausliefern. Das passt irgendwo nicht zusammen. Wir sagen, wir wollen ein energieautonomes Österreich und das können wir nur bewerkstelligen, wenn wir nicht uns diese europäische zentralistische Verfassung anschauen. Herr Strache, bevor wir zum Thema Energie kommen, weil es der Herr van der Bellen auch angesprochen hat, auf Ihrem Wahlplakat, Mitbürger sind auch Mitmenschen, die bei uns wohnen. Mich würde mal interessieren, Sie werben ja auch für sich als Heimatpartei. Wer genau soll denn Ihrer Ansicht nach hier in Österreich eine Heimat haben dürfen? Wir sind auf alle Fälle für alle anständigen Menschen im Land da, die letztlich auch hier sich an Gesetze halten, an unsere Verfassung halten, sowohl Österreicher
als auch Zuwanderer, die sich integriert haben, die fleißig arbeiten und Steuern zahlen und die dann zu Recht auch die Staatsbürgerschaft erhalten. Für die sind wir genauso da, die vor diesen Fehlentwicklungen warnen, weil sie auch erkennen. Und nicht umsonst haben uns in Wien 20% auch der eingebürgerten Österreicher gewählt und uns die Stimme gegeben, weil sie eben im Unterschied zu ihnen keine Realitätsverweigerung betreiben und durchaus erkennen, dass hier Fehlentwicklungen stattgefunden haben. Bis hinein in den Schulbereich, wo letztlich Kinder Nachteile haben müssen, weil am Regelschulunterricht auch Kinder zugelassen werden, aktuell noch immer, die keine deutsche Sprache, nicht einmal Grundkenntnisse irgendwie beherrschen. Und natürlich dadurch das Bildungsniveau sinken musste und wir so eine katastrophale PISA-Studie bekommen mussten. Und deshalb sagen wir auch, wir müssen Strafe in Verantwortung... Wollten Sie nicht die Familienbeihilfe für Ausländer streichen? Ja, da komme ich dann noch darauf zu sprechen. Weil Sie wollen ist ja, Kinderpolitik, Sie wollen ja, die Sie meinen. Sie wollen ja letztlich, dass jeder Zuwanderer auch sofort das Wahlrecht genießt. Sie wollen ja auch jedem Zuwanderer sofort eine 800-Euro Grundsicherung mit auf den Weg geben. Sie wollen ein Wahlrecht mit auf den Weg geben, nämlich ein aktives und passives, das ein Staatsbürgerschaftsrecht ist. In Ihrer Programmatik steht ja sogar drinnen, dass Österreich ein Einwanderungsland ist. Also ich möchte ein freies Österreich haben, wo wir letztlich auch nicht das Programm, das Sie letztlich zum Besten geben, umgesetzt wissen in Österreich. Und da mache ich mir Sorge, so wie viele Österreicher. Weil bei Ihnen ist dann 365 Tage Tag der offenen Tür in Österreich. Und da kann dann jeder kommen, der will. Und genau das ist sozialpolitisch unverantwortlich. Wir haben eine Verantwortung auch für jene Zuwanderer, die bei uns leben und müssen die sozialen und kulturellen Probleme sehr ernst nehmen, die es gibt und müssen Arbeitsplätze für alle Menschen, die im Land leben, sichern. Und es ist doch unverantwortlich, wenn man einen weiteren Zuwanderungsprozess zulässt und damit einen Verdrängungswettbewerb stattfindet. Also eins weiß ich, betrifft ja auch die integrierten Zuwanderer. Eins weiß ich langsam, was für mich eine absolute Horrorvorstellung ist. Kann ich mir schon vorstellen. Dass man ein Gesetz hineinschreiben, womöglich, wie Sie sagen, ein Straftatbestand, mangelnde Angepasstheit an Österreich ist ein Ausweisungsgrund und Aberkennung der Staatsbürgerschaft. Und wer definiert das? Wer hinreichend angepasst ist an die österreichische Kultur? Der Herr Strache gemeinsam mit Herrn Stadler und seiner schlagenden Burschenschaft und von der deutschen nationalen Einheit sozusagen. Also das ist Patriotismus. Machen Sie sich nicht über die Probleme der Österreicher lustig. Das ist nicht schön, wenn Sie sich über die Probleme der Österreicher lustig machen. Und wie war das jetzt mit den ausländischen Kindern, für die keine Familienbeihilfe gezahlt werden soll und den ausländischen Familien, die kein Kindergeld erhalten sollen? Das ist Armutspolitik aller FPÖ. Die sollen ruhig in Armut irgendwie dahin leben. Das geht uns Österreicher nichts an. Das verstehen Sie unter sozialer Politik und der sozialen Frieden in diesem Land. Da sind wir, die Grünen, aber strikt dagegen. Das lassen Sie sich gesagt. Herr Strache, eine Nachfrage nur an Sie. Sie werben ja mit diesem sehr umstrittenen Slogan Daheim statt Islam. Was konkret soll denn das eigentlich heißen? Heißt das, dass jemand mit muslimischem Glaubensbekenntnis hier nicht daheim sein darf? Nein, das heißt das nicht. Das zeigt nur die Polarität auf, die wir gerade aktuell auch erleben müssen. Die Polarität wird aufgezeigt, die wir gerade aktuell leben müssen. Ich meine, Herr van der Bell, Sie werden doch mitbekommen haben, dass es einen radikalen Islamismus gibt. Das wird Ihnen ja hoffentlich nicht entgangen sein. Und dass es hier durchaus Fehlentwicklungen gibt, die uns große Sorge machen müssen. Und da haben wir in dieser Leitkultur- und Wertedebatte festzumachen, dass Menschen, die zu uns kommen, auch zur Kenntnis zu nehmen haben, dass sie hier in einer europäischen Wertegemeinschaft leben, dass es hier die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann gibt, dass hier kein Kopftuchzwang stattfinden kann und dass man auch die kleinen Kinder und die Töchter nicht ausschließen kann am Turnunterricht und am Schwimmunterricht und dass es hier ganz einfach, auch wenn man hier als Gast auf Dauer leben will, gewisse Regeln gibt, an die man sich halten sollte. Und genau das ist das, was wir heute in Entwicklungen auch gefährdet sehen. Und ich komme auch auf das zurück, was Sie gesagt haben. Das zeigt auf, dass unsere Heimat von einer radikalen Islamisierung durchaus nicht unverschont bleiben muss, ja, wenn wir nicht aufpassen. Und genau das ist der Punkt. Wir sollten hier festmachen, dass Religionsfreiheit eine Selbstverständlichkeit für uns darstellt. Wir erleben aber, dass andere durch die Radikalisierung im Islam
diese Toleranz nicht leben, uns mit Intoleranz begegnen, teilweise sogar in islamischen Ländern Kirchenbauverbote nach wie vor aufrecht sind und uns mit einer Intoleranz begegnen, wo man einfach sich fragen muss, leben wir eine falsch verstandene Toleranz? Solange es islamische Kirchenbauverbote gibt, sagt ja auch ein bayerischer Ministerpräsident, sollte man darüber nachdenken, ob wir weitere Moscheen genehmigen, weil hier die Toleranz eine gegenseitige sein muss. Entweder Toleranz auf beiden Seiten oder es kann eine gefährliche Entwicklung nehmen. Jetzt muss ich Sie bremsen, Herr Strache, und frage Herrn van der Bellen nach den Konzepten, die die Grünen in diesen vielen sicher sehr schwierigen Integrationsfragen haben. Sie haben es ja auch ganz zu Beginn angesprochen, auch die Frage ausländischer Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen, um in der Schule irgendwie mitzukommen. Das sind ja schwierige Probleme, die dazu bewegen. Das sind gar keine schwierigen Probleme, das sind Chancen. Nur werden sie von der Regierung, in dem Fall von der ÖVP, FPÖ, BCD-Regierung, verschlampt und verschlafen. Wenn man 5000 Posten von den Lehrern und Lehrerinnen in Pflichtschulen streicht in den letzten 6 Jahren, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Klassen überbelegt sind und die Lehrer und Lehrerinnen keine Zeit haben können, sich individuell mit jedem Kind einzulassen. Ja, was sind Ihre Konzepte dazu? Der Sprachunterricht muss ausgebaut werden, das ist gar keine Frage, vom Kindergarten aufwärts. Auch der muttersprachliche Unterricht muss ausgebaut werden, das wird Herrn Strache weniger gefallen, weil alle Sprachpädagogen sagen, kennst du die Muttersprache gut, hast du dich in der zweiten Sprache, Deutsch in dem Fall, leichter, ne? Viel leichter. Außerdem ist es für Österreich eine Riesenchance, viele dreisprachige Menschen im Land zu haben, dreisprachig, weil Englisch kommt früher oder später sowieso immer dazu. Das ist keine Kunst, da Integrationspolitik zu machen. Andere Staaten zeigen das ganz genau. Wenn man rechtzeitig aufeinander zugeht, miteinander redet, sagt, okay, hier gibt es ein Problem, weniger wegen dem Islam, sondern wegen der Tradition. Das wird regelmäßig durcheinander gebracht, dass es in der Regel bestimmte Traditionen sind, die halt nicht hierher passen, zum Beispiel Schwimmunterricht für Mädchen. Dann findet man eine Regelung, wie die Mädchen trotzdem zu ihrem Schwimmunterricht kommen. Weil da führt mit Sicherheit kein Weg vorbei. Die Gleichberechtigung der Frauen und Mädchen, da fährt die Eisenbahn drüber in Österreich, selbstverständlich. Aber insgesamt, Herr van der Bellen, hat man ja den Eindruck, dass sich so über die letzten Jahre der Zugang der Grünen zur Zuwanderungspolitik doch deutlich gewandelt hat. Sie haben ja jetzt dieses Zuwanderungskonzept vorgelegt mit einem Punktesystem, das irgendwo auch darauf hinausläuft, dass nur die hereinkommen dürfen sollen, jetzt abgesehen von Asylwerbern, die man hier auch brauchen kann. Ist das ein bisschen ein Wertewandel bei den Grünen? Nein, es muss im beiderseitigen Interesse sein, bei der Wirtschaftsmigration, wo wir uns unterscheiden von Herrn Strache, also bevor wir da irgendeinen einen Gleichklang womöglich noch konstruieren. Asylverfahren ist ein individuelles Recht, das muss rechtsstaatlich ablaufen in einer angemessenen, womöglich sehr kurzen Zeit. Dafür braucht es ausgebildete Richter und entsprechende Beamte und daran krankt es in Österreich. Neulich hat die Volksanwaltschaft einen Fall vorgestellt der Öffentlichkeit, wo das Asylverfahren sage und schreibe 22 Jahre gebraucht hat. Ja, ich meine, dass sowas unerträglich ist für die Betroffenen, genauso wie aus unserer Sicht, das liegt ja auf der Hand. Zweitens, Familienzusammenführung ist für uns ein Menschenrecht. Ich weiß nicht, wie sich Herr Strache fühlen würde, wenn er im Ausland arbeiten müsste für 3, 5 Jahre oder vielleicht länger, ohne Zeithorizont und weder seine Frau noch seine Kinder mitnehmen dürfte. Wir sagen, das ist ein Menschenrecht und da fordert die Eisenbahn drüber. Ja. Familienzusammenführung ist eine ganz andere und selbstverständliche Sache. Wirtschaftliche Migration, das ist wiederum etwas ganz anderes. Und da haben wir vorgeschlagen, im Sinne der Transparenz, im Sinne der Nachvollziehbarkeit, im Sinne der Vermeidung von Willkür bei den Behörden, auf Berufserfahrung, auf Qualifikation, auf das Alter auch. Das beste Migrationsalter ist in der Regel Mitte 20 bis Ende 30 oder so, ein besonderes Gewicht zu legen. Und auch, ob vor Ort, also in Österreich, verwandtschaftliche oder sonstige Beziehungen schon da sind, damit die Integration, damit der Anknüpfungspunkt erleichtert wird. Das hängt sich ein bisschen am kanadischen Modell, ohne es zu übernehmen, klarerweise, aber dort funktioniert es sehr gut, dass man schon im Internet quasi nachschauen kann, naja, in meiner Position, wenn ich jetzt zu wandern bereit bin, habe ich eine Chance, in Österreich einzuwandern oder nicht, oder wo muss ich vielleicht noch etwas tun,
zum Beispiel hinsichtlich der Sprachkenntnisse. Jetzt hat der Herr van der Bellen einiges angesprochen, durchaus sehr interessant. Und Sie haben angesprochen, auch natürlich im Schulbereich. Und da gibt es Defizite, die stehen fest und nicht nur erst seit der PISA-Studie. Natürlich, man hat, und das ist skandalös, man hat auf dem Rücken von Lehrern Einsparungsmaßnahmen vorgenommen, sind Lehrer auch gekündigt worden und haben keinen Lehrplan, keine Lehrstelle mehr erhalten. Wir wollen, und das ist sicherzustellen, und ich habe gehört, dass ja angeblich im Parlament jetzt sogar unsere FPÖ-Forderung angeblich in einem Antrag auch erfüllt worden sein soll mit Mehrheit, dass man die Schülerklassenhöchstzahlen jetzt senkt auf 25 bis 26 Schüler pro Klasse, was ich für vernünftig empfinde, denn dann können wir wieder mehr Lehrer anstellen, der Lehrer kann wieder intensiver sich auch mit den Schülern auseinandersetzen, und ich finde es auch vernünftig, wenn man Kindern mit nicht deutscher Muttersprache auch eine Klassenbeschränkung sozusagen bei 30% festmacht, damit Integration stattfinden kann. Das sind durchaus vernünftige Vorgangsweisen, bis hin, dass auch Kinder, die kein Wort Deutsch können, eine Vorschule besuchen sollen, damit sie dann auch dem Regelunterricht in Folge auch folgen können. Das ist vernünftig und das hilft allen Betroffenen. Das hilft Zuwandererkindern genauso wie österreichischen Kindern, und das ist im Interesse aller Betroffenen. Denn wenn wir heute an Linzer Schulen schon Situationen haben, wie dass also der Ausländeranteil bei weit über 50% liegt, wie in der Volksschule 1 Linz, wo 87% Ausländeranteil der Fall ist, ob das in der Volksschule 10 Linz bei 74,83% der Fall ist, und dass es unzählige Schulen und Volksschulen gibt, wo wir schon massive Ausländeranteile haben, dann müssen wir auch darauf Bedacht nehmen. Ich möchte aber noch eines sagen, weil das auch festgemacht worden ist von Herrn van der Bellen. Ja. Er hat gesagt, dass wir dreisprachig aufwachsen sollen. Ich glaube, dass einmal notwendig ist, in der Landessprache letztlich Deutsch zu erlernen und Englisch zu erlernen. Und nicht so, wie Sie das vorschlagen, dass Türkisch quasi als Minderheitssprache Anerkennung finden soll in Österreich und mehrsprachige Bezeichnungen auch in Wien möglich gemacht werden sollen, wie das letztlich in Ihrem Programm auch gefordert wird. Kurze Replik darauf. Muttersprachenunterricht ist notwendig, und bitteschön, Österreich tut sich ja leicht. Wir haben ja das Glück, wenn man so will, dass bei den Sprachen es insbesondere Serbokroatisch ist, bei allen Leuten aus Ex-Jugoslawien, und Türkisch auf der anderen Seite. Wenn wir 50 Sprachen hätten, täten wir uns viel schwerer, weil das ist dann unmöglich, das jeweils für jedes einzelne Kind sozusagen zu machen. Da sollten wir ja froh sein, in der Beziehung, dass sich das so konzentriert. Gut. Die Klassenschülerhöchstzahl auf 25 zu senken, wissen Sie, wie oft wir das im Parlament eingebracht haben, diesen Antrag? 5-mal. Abgelehnt, 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 abgelehnt. Von ÖVP und FPÖ, beziehungsweise ÖVP und BZÖ. Von FPÖ nicht. Jetzt halt eine Woche vor der Wahl. Von der FPÖ nicht. Ist es von der Mehrheit. Das war immer die FPÖ-Forderung, das wissen Sie. Die FPÖ ist die FPÖ, Herr Strache. Ich meine, Sie waren dabei. Sie waren dabei bis zum April 2005, als Haider die Partei gespalten hat. Aber vorher, Sie waren ja immer dabei. Haben wir immer gefordert, ja. Mein Gott, ja. Gemacht haben Sie es nicht. Ich lege jetzt da hier das Thema her Ihres Familienbildes. Das trägt ja eindeutig konservative Züge, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Allein in Wien wird jede zweite Ehe geschieden, auch Ihre, glaube ich. Da entstehen Patchwork-Familien, neue Formen des Zusammenlebens. Muss man dann nicht als Politiker in geeigneter Form darauf reagieren und auch Konzepte dafür haben? Selbstverständlich. Und ich möchte einmal vielleicht mein Familienbild ein bisschen auch zurechtrücken, weil da immer ein Falsches gebaut wird. Ich habe also damals auch meine ehemalige Frau auch so kennengelernt, dass sie zwei Kinder in die Ehe mitgebracht hat. Und das war für mich eine große Freude und das war eine wunderschöne Situation. Und Patchwork-Familien und Familien sind heute gang und gäbe bei so einer hohen Scheidungsrate, wo es natürlich auch zu wie immer wieder auch neuen Familiensituationen kommt, wo man immer wieder auch neue Partner dann im Endeffekt Lebensabschnittspartner auch kennenlernt. Es geht auch recht um rechtliche Anerkennung. Da braucht es Konzepte, keine Frage. Da braucht es Konzepte. Wir brauchen Konzepte für alleinerziehende Mütter, die in Wirklichkeit heute große Schwierigkeiten haben, weil es nicht ausreichend Kinderbetreuungsplätze gibt. Und wir haben hier natürlich auch Situationen, dass immer mehr Familien sich eben Kinder kaum leisten können. Und wir müssen uns da überlegen, wie wir eine Familienpolitik gestalten können, wo Familien wieder entlastet werden und auch sich wieder mehr Kinder leisten können. Und wenn eine Ehe scheitert, auch die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater letztlich Kinderbetreuungsstellen auch vorfindet und Plätze vorfindet. Und das ist bis heute nicht gegeben. Da haben wir eine Verantwortung, da gebe ich Ihnen recht, und da müssen wir auch die richtigen Konzepte dafür möglich machen. Herr van der Bellen. Vielleicht registrieren Sie auch, dass ein Viertel aller Eheschließungen in Österreich
mittlerweile stattfinden zwischen Partnern, die nicht dieselbe Staatsbürgerschaft haben, wo der eine oder die eine Österreicherin Österreicher ist und der andere einen nicht österreichischen Reisepass hat. Das sollten wir vielleicht auch zur Kenntnis nehmen und gut heißen. Darauf komme ich dann gerne noch zurück. In dieses Thema Familienbild, ja bitte. Da muss man dann auch noch eines vielleicht noch festmachen mit dem Sozialstaat. Von Herrn Strache vertreten zu sehen, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich daran denke, dass die ersten 10, glaube ich, auf Ihrer Bundesliste, die Sie vorgestellt haben, also Kandidaten für die Nationalratswahl, sage und schreibe 9 Männer sind und eine Frau, Frau Rosenkranz an der zweiten Stelle. Alle anderen sind Männer und die Hälfte davon aus irgendwelchen schlagenden Burschenschaften, aber das ist Ihr Problem. Nehmen Sie mir bitte auf den Platz 1 bis 10 die schlagenden Burschenschaften, von denen Sie reden. Nennen Sie mir sie mal namentlich. Gerne. Also das ist wie immer mal die typisch Namen, diese Luftbehauptung. Das ist alles bei mir, nur ich glaube, interessiert es die Zuseher jetzt nicht. Genau, das stimmt. Also die Gleichberechtigung der Frauen, will ich damit sagen, in einer ausgesprochenen Männerpartei wie der FPÖ, scheint mir jetzt nicht gerade in den besten Händen zu liegen. Sie müssen schon auch zeigen, also es liegt an der Persönlichkeit. Ihnen, Sie müssen das schon auch zeigen, dass Ihnen das was wert ist. Nicht? Du musst vielleicht an einer konkreten Sache auch festmachen. In dieses generelle Familienbild gehört doch auch, wie geht man mit der Diskussion rund um die sogenannte Homo-Ehe um? Also die Verbindung, wie auch immer, legalisiert oder nicht, zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren. Sie haben einmal darauf gemeint, Herr van der Bellen, wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich darauf versteifen, denselben Fehler zu machen wie die Heterosexuellen, sollen sie das tun. Genau. Ein ironisches, aber doch klares Bekenntnis. Ja. Sind Sie für eine völlige Gleichstellung von homosexuellen Paaren mit dem, was Heterosexuelle mit der Ehe tun können? Wenn zwei Menschen das wollen, um es weniger ironisch auszudrücken, wenn sie sich lieben und das wollen, wenn zwei Frauen das tun wollen, wenn zwei Männer das tun wollen, dann sollen sie das auch dürfen, eine Ehe einzugehen. Wir haben außerdem und zusätzlich vorgeschlagen, eine Art, wie wir das nennen, Zivilpakt einzuführen, ein zivilrechtliches Instrument, wenn Sie so wollen, in dem weniger Rechte und Pflichten der beiden Partner vorgesehen sind, als in dem doch ziemlich streng, rechtlich gesehen, streng regulierten Institut der Ehe. Und zwar für beide, also für heterosexuelle Partnerschaften genauso wie für Lesben und Schwulen. Ja. Bei Ihnen hingegen heißt es bei uns Heiratinnen heiraten wir sowieso nur katholische Priester und Homosexuelle, sagt der Herr Mölzer. Ich komme gerne darauf zurück, Frau Thunherr, aber ich möchte vorher die Gelegenheit nutzen, ein paar Dinge schon noch auf das richtige Licht zu rücken, die der Herr van der Bellen vorher angesprochen hat. Ja, ich gebe Ihnen recht, es kann so nicht weitergehen, dass heute jeder Zuwanderer ab dem ersten Tag alle Rechte genießen kann, so wie Staatsbürger können. Es muss ja nicht, dass wir haben aber bitte, aber Sie haben das im Raum stehen lassen, Frau Thunherr, haben mich nicht zu Wort kommen lassen und da bitte ich schon um Fairness, Frau Thunherr. Bin ich ganz sicher fair, aber es wäre einfach leichter für die Zuschauer zu folgen, wenn man jetzt einmal diese Frage kurz abhandelt. Dann handle ich die Frage ab und komme auf den Punkt. Bitte, das wäre sehr fraglich. Also wir sagen, dass eine Gleichstellung im Bereich der Ehe für uns in dem Bereich nicht vorstellbar ist. Warum? Weil ich auch noch nicht erlebt habe, dass homosexuelle Paare Kinder in die Welt bringen könnten. Das ist nicht der Fall. Es gibt daher für uns auch nicht diese Gleichstellung, die Sie hier fordern. Wir meinen, dass es Rechte geben soll für homosexuelle Partnerschaften, dass genauso wie bei allen außerehelichen Beziehungen Rechte auch definiert werden müssen, vom Besuchsrecht im Spital bis hin auch, dass man also das Erbschaftsrecht auch dementsprechend überprüft, bis hin auch zu Wohnungs- und Eigentumsabtretungen etc. und Übergaben. Da sagen wir keine Frage, für alle Partnerschaften, die keine eheliche Form haben, soll es hier Rechte geben, aber eben nicht die Gleichstellung mit der Ehe, weil für uns die Ehe ja die Sonderstellung hat, gefördert zu werden, weil dahinter steht, dass man letztlich auch Leben schenkt und damit unserer Gesellschaft auch Zukunft schenkt. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen zu dem vorherigen. Einen kurzen Einwand wollte Herr van der Bellen formulieren genau zu der Geschichte mit den Kindern nämlich. Und dann sind Sie gleich am Wort mit Ihren übrigen Punkten. Es ist nämlich sehr, sehr häufig, dass einer der beiden Partner, egal ob das jetzt zwei Frauen oder zwei Männer sind, dass einer der beiden Partner Kinder in diese Partnerschaft mitbringt. Und was ist mit denen? Die verdienen nicht den Schutz. Den sogenannten Schutz der Ehe, das heißt der Gleichstellung der Eltern in diesem Fall, der neuen Eltern. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Es kommt relativ häufig vor, dass eine Frau sich von einem... Das Kind hat Erbschaftsrechte, das wissen Sie. Na schon. Das Kind hat Erbschaftsrechte. Na schon. Aber das ist ja gerade das Problem dieser Partnerschaften, dass das Elternrecht eben nicht geregelt ist, so wie in der Ehe. Von den Eltern, die das Kind haben. Und da gibt es ja Eltern, da gibt es ja eine Frau und einen Mann dazu. Und da gibt es ja Eltern und da gibt es Elternrechte, die auch letztlich schlagend sind. Aber ich möchte zu dem antworten, was Sie vorher auch in den Raum gestellt haben. Ja? Ich sage Ihnen ganz offen, und da gebe ich Ihnen zu, es kann nicht so sein, und da unterscheiden wir uns diametral. Sie meinen, dass jeder Zuwanderer ab dem ersten Tag die gleichen Rechte haben soll wie jeder Staatsbürger. Das sagen Sie. Nein. Sie sagen, es soll ein Wahlrecht geben, ein aktives und passives Ausländerwahlrecht geben. Sie sagen, es soll jeder auch sofort das Recht haben auf alle sozialen Leistungen. Es soll jeder auch sofort eine soziale Wohnung erhalten. Und genau da unterscheiden wir uns. Wir sagen, dass einmal der österreichische Staatsbürger einmal natürlich bei sozialen Sonderleistungen einen Anspruch auch haben soll, im Unterschied zu einem Zuwanderer. Wir sagen, Familienbeihilfe, Kindergeld, soziale Wohnungen sollen ausschließlich für österreichische Staatsbürger da sein. Das sind ja Dinge, die wir uns über Generationen im Sinne des Sozialstaates möglich gemacht haben. Und da kann doch nicht jeder Zuwanderer ab dem ersten Tag alle Rechte haben. Es muss einen Unterschied zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern geben. Und wir erleben ja auch die Fallbeispiele durchaus interessanter Art, dass heute Personen, die aus der Slowakei oder aus Ungarn zu uns an der Grenze arbeiten kommen, dann teilweise geringfügig beschäftigt sind, dann auch für ihre Kinder, die gar nicht in Österreich leben, sondern in der Slowakei oder in Ungarn leben, dann Kinderbetreuungsgeld in der Höhe von 436 Euro für zwei Kinder erhalten, Familienbeihilfe in der Höhe von 224 Euro monatlich erhalten, ergibt einen Gesamtbetrag von 660 Euro, obwohl die Kinder nicht einmal sich im Land befinden. Und das bedeutet, um 160 Euro mehr zu verdienen, alleine durch diese sozialen Förderungen, als man durchschnittlich in diesen Ländern verdienen kann als Arbeitnehmer. Und das zeigt, dass hier letztlich der Sozialstaat so nicht zu retten sein wird. Herr Strache, wenn Sie so weiterreden, galoppieren Sie so weit davon, dass es der Herr van der Bellen bis zum Ende der Sendung nicht mehr einholen kann. Sie sind an Bord. Ja, das ist die typische Rassentrennung, die der Herr Strache vorhat. Aber so ein Unsinn, was Sie da sagen. Das ja, ist sicher. Ja, also es gibt dann eine Klasse von Menschen in Österreich, die haben Zugang zu den Sozialleistungen und Familientransfers, und es gibt eine andere Klasse von Menschen, die das nicht hat. Wir sagen ganz klar, dass jemand, der hier legal aufhältig ist, der hier arbeitet, der oder die hier arbeitet, der seine ganz normalen Pflichten erfüllt im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge und der Steuerzahlung und so weiter, selbstverständlich auch ein Recht haben soll auf die üblichen Familienleistungen. Alles andere ist Armutspolitik zu Lasten eben dieser diskriminierten Gruppe von Menschen, so wie Sie sich das vorstellen. Nachher würden Sie sich wieder beschweren, dass diese Leute so arm sind und uns zur Last fallen, nicht? Aber vorher täten Sie alles dafür, dass die ja dort bleiben, wo Sie sozusagen herauskommen wollen. Sie wollen ja auch Chancen haben, Sie wollen einen Aufstieg erleben. Sie wollen es in Österreich besser haben. Ja, natürlich, alle wollen wir das. Und deswegen sagen wir selbstverständlich Familienbeihilfe für alle Kinder von Eltern, die in Österreich legal arbeiten und aufhältig sind, und Kindergeld für alle anderen auch. Dass es derzeit schon so ist, dass in bestimmten Fällen eben gerade Kinder von sehr armen Familien keine Familienbeihilfe erhalten, das muss Ihnen recht sein, aber für uns ist das ein Graus. Und Sie wollen nämlich die Familien für Leute, die durchaus ohne Quote, die legal hier sind, aber nicht vollen Status als Flüchtling zum Beispiel haben, sondern einen ganz besonderen Status, die vor Abschiebung bedroht sind. Das gilt zum Beispiel in manchen Fällen für Leute aus dem Kosovo. Ich kenne so einen Fall, wo er halt sich als Tellerwäscher sozusagen mit Hilfsdiensten in einem Restaurant durchschlägt, mit, sagen wir, rund 800 Euro im Monat. Und die Frau mit dem Kind zu Hause ist, die kriegen kein Kindergeld. Und die kriegen keine Familienbeihilfe. So schürt man aber Armut in Österreich, statt die Menschen vor Armut zu schützen. Das ist Ihre Politik, unsere ist eine ganz andere. Herr van der Bellen, jetzt haben Sie zu Beginn dieses Wahlkampfs auch vorgeschlagen, über lebenslänglich nachzudenken. Tut man sich da nicht mit der Argumentation, jetzt gerade auch im Umfeld mit diesem berühmt gewordenen Fall Natascha Kampusch schwer, wo viele jetzt sagen, da müssen härtere Strafen her, da muss man neu drüber nachdenken. Ja, ich war auch überrascht, dass im Falle Kampusch die vorgesehene Maximalstrafe für den Entführer in meinen Augen zu niedrig gewesen wäre. Das steht ja überhaupt außer Zweifel. Nicht ich habe lebenslänglich aufgebracht, sondern das ist uns passiert.
dass wir Papiere aus einer parlamentarischen Enquete hinausgegeben haben. Tatsache ist jedenfalls, dass es immer sinnvoll und richtig ist, über das nachvollziehbare, transparente, gerechte Ausmaß von Freiheitsentzug nachzudenken, mit Experten darüber zu diskutieren, wann ist was sinnvoll, wie schaffen wir es im Einzelfall doch, die Chance für eine Resozialisierung zu halten und so weiter. Nur habe ich immer gesagt, für einen Wahlkampf ist in dieser aufgeheizten Atmosphäre ist das denkbar ungeeignetste Thema. Dass es richtig und wichtig ist, darüber zu diskutieren, dazu stehe ich. Im Übrigen ist lebenslang in Österreich im Durchschnitt jetzt rund 20 Jahre. Und ich trete durchaus dafür ein, das systematisch zu überprüfen, in jedem Einzelfall, durch eine unabhängige Kommission, durch ein Expertengremium, ob jemand sozusagen unter bestimmten Auflagen dann in die Freiheit entlassen werden kann oder nicht. Oder nicht. Das ist das Wichtige. Das ist ja der, oder nicht. Ich verstehe schon, dass dem Van der Bellen und den Grünen das unangenehm ist, dass gerade im Zuge des Wahlkampfs diese Diskussion entstanden ist, dass man für vorzeitige Entlassung von Verbrechern sich ausgesprochen hat, dass man auch sagt, lebenslang sollte abgeschafft werden, obwohl sie ja sogar zugeben, dass bei uns lebenslang in der Regel 20 Jahre Haft bedeutet. Sogar das dürfte ihnen zu wenig sein für Mörder. Und genau das ist ja das, was natürlich unangenehm ist, wenn man mit diesen Forderungen dann konfrontiert ist. Keine Frage. Wir sagen, wenn jemand einen vorsätzlichen Mord begeht, einen vorsätzlichen Mord vornimmt, dann hat das auch wirklich lebenslang zu bedeuten. Und da wollen wir nicht 20, 25 Jahre, sondern wirklich lebenslang auch sicherstehen. Und da unterscheiden wir uns programmatisch bis hin zur Drogenverharmlosung und Drogenfreigabe, der Sie ja auch das Wort reden. Nein. Das sind genau die Punkte, wo wir uns auch diametral gegenüberstehen inhaltlich. Da gebe ich Ihnen schon recht. Wahrscheinlich Drogenfreigabe deshalb, damit es im Straßenverkehr noch sicherer wird. Und dann hat man eher eine vorzeitige Haftentlassung letztlich zu erwarten. Das ist wahrscheinlich Ihre Programmatik, aber unsere ist das nicht. Das ist Kabarett. Sie haben mich echt zum Lachen gebracht. Na, schauen Sie, ich gratuliere. Ich glaube, Sie werden vielleicht nachher noch einmal lachen, wenn ich mein letztes Thema vorlege. Nur ganz kurz zur Klarstellung, bitte. Haschisch, das war ja schon im letzten Wahlkampf, gab es das Schlagwort, das geflügelte Wort geworden ist von der Haschstrafe. Nein, wir halten es nicht für sinnvoll, dass wenn einmal jemand einen Joint raucht, dass man dann von der Schule verwiesen oder ins Gefängnis oder was weiß ich, was für mögliche Folgen damit verbunden sein können. Aber volle Härte gegen Dealer, volle Härte gegen Händler und so weiter. Aber bei solchen Einzelfällen finden wir die Kriminalisierung des Konsumenten nicht richtig. Gut, ich möchte jetzt noch ein Thema ansprechen, das mich eigentlich bei der Recherche sehr überrascht hat. Wir haben ja jetzt gehört, viel Verbindendes gibt es nicht zwischen Ihnen beiden, aber interessanterweise ausgerechnet beim Thema Umwelt, Herr Strache, sind wir in Ihrem Parteiprogramm fündig geworden und können auf Ihrer Homepage nachlesen, Sie fordern die Ökologisierung des Steuersystems. Jetzt haben Sie sich ja bisher noch nie so richtig als Politiker mit grünem Herzen präsentiert. Vielleicht können Sie uns in 3, 4 Schlagworten ganz kurz sagen, was Sie sich denn da konkret darunter vorstellen. Na, zum einen muss man mal festhalten, dass ja wir schon mehr Gemeinsamkeiten haben, als hier dargestellt werden. In der Kontrollarbeit zum Beispiel, auch in der Frage, dass wir gemeinsam die Ökosteuer abgelehnt haben. Jetzt wollen Sie aber gerade eine Ökologisierung des Steuersystems. Ja, schon. Also wir haben aber gemeinsam das Ökostromgesetz abgelehnt im Parlament, das ein Thema war. Also wir haben schon Gemeinsamkeiten bis hin zur Kontrollarbeit in Innsbruck, in Gemeinderäten, in Bezirksvertretungen etc. Das wollte ich schon nur eingangs sagen. Natürlich wollen wir das, was der Herr Van der Bellen mit seinem grünen Programm angeblich vorgibt, nämlich dieses energieautonome Österreich sicherstellen. Und wir wollen, dass hier auch natürlich Förderungen für umweltfreundliche Energien auch sichergestellt werden. Von Wasserkraft bis Windkraft bis Biomasse. In diesen Bereichen muss man auch letztlich Subventionen zuschießen und man muss sich überlegen, wie man hier, so wie Deutschland das gemacht hat, die BRD hat ja hier auch Stützungsprogramme vorgenommen mit mehreren Milliarden Euro, hier auch diese erneuerbare Energie letztlich stützen kann. Und da sprechen wir eben von einer Ökosteuer. Wir sprechen auch davon, dass wir letztlich festmachen, dass viele private Haushalte heute bereit sind, auf den Atomstrom auch zu verzichten, sogar Firmen bereit sind, auf den Atomstrom zu verzichten und ganz bewusst hier eine Bewusstseinsentwicklung auch stattgefunden hat, dass man gerne bereit ist, auch mehr zu zahlen, um einen grünen Strom zu haben und keinen grauen Strom zu haben. Und das ist durchaus etwas Beachtliches. Überrascht Sie das, Herr Van der Bellen? Man ist immer froh, wenn man Zuspruch hat zu den eigenen Ideen und besonders natürlich
wenn sich im Wahlkampf herausstellt, dass wir namentlich mit der Bildung, einer Bildungsoffensive, unserem Energieprogramm und der Rolle der Frauen ja offenbar in ein Wespennetz gestochen haben, dass die anderen auch merken, dass hier schwere Versäumnisse vorliegen. Insofern kann ich nichts dagegen haben, wenn auch Herr Strache sich in jedenfalls weiten Punkten sich unserem Programm raus aus dem Öl und hinein ins Solarzeitalter. Die FPÖ war schon im 68er Jahr eine umweltfeindliche Partei. Sie könnten sich ja dann an, Sie könnten ja dann mitstimmen mit den Grünen. Natürlich, ja. Aber ich sage, da hat es die FPÖ, da hat es die Grünen noch gar nicht gegeben, haben wir schon ein Umweltprogramm gehabt und da haben wir schon auch festgemacht, und ich sage Ihnen ganz offen, man braucht nicht bei der Grünen Partei sein, um umweltfreindlich zu sein. Das ist schon entscheidend. Wir waren schon erfolgreicher. Wir sind in der Schlussphase der Diskussion. Der Herr van der Bellen hat bis jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einen leichten Zeitvorsprung. Und darum richte ich jetzt noch eine Frage an Sie, Herr Strache. Sie müssen sich jetzt schon in diesen ganzen Konfrontationen und auch außerhalb die ganze Zeit anhören. Sie wollen ja gar nichts bewegen, Herr Strache. Sie wollen ja gar nicht aufs Spielfeld. Sie haben sich ja von vornherein herausgenommen aus diesem Spiel. Sie wollen ja nicht mitregieren, Sie wollen in die Opposition. Tut Ihnen diese Ansage im Nachhinein gesehen leid? Haben Sie sich es vielleicht anders überlegt? Nein, weil sie ja so nicht stimmt. Und wenn man sie noch so oft wiederholt, wird es ja nicht richtiger. Wir erleben, dass wir inhaltlich, dass wir ausgegrenzt werden vom Herrn Schüssel, vom Herrn Gosenbauer. Sie haben das von sich gesagt, Sie wollen in Opposition. Nein, wir haben realpolitisch aufgezeigt, dass durch diese Ausgrenzung und durch Inhalte, die die anderen letztlich vertreten, nämlich Gegeninteressen der Österreicher, das wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Also kurz gefasst, Sie wir haben es nicht wir sind gesprächsbereit mit allen Parteien, aber ich sage Ihnen auch dazu, Sie können nichts mehr sagen, Strache, die Zeit ist zu Ende, die Stunde ist vorüber. Aber Sie haben es sich auf Deutsch nicht anders überlegt. Frau Thurnherr, ich kann Ihnen eins sagen, das war zumindest interessant für mich hier zu erleben, dass man immer wieder versucht, hier in den Raum zu stellen, dass man nicht gesprächsbereit ist. Wir sind gesprächsbereit, wir grenzen niemanden aus. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Herr van der Bellen, Herr Strache, für die Diskussion. Ja, dass die beiden Diskussionsteilnehmer von heute ähnliche Wählerschichten ansprechen würden, das ist nach dieser Diskussion wie auch schon vorher wohl auszuschließen. Es fragt sich, wer konnte seine Anhänger besser mobilisieren? Entscheiden Sie selbst, meine Damen und Herren, auch morgen wieder, wenn Alexander van der Bellen mit BZÖ-Chef Peter Westenthaler diskutiert. Für heute danke Ihnen fürs Dabeisein. Bis morgen, einen schönen Abend noch. Die Autofahrer und die FPÖ sind Ihr gemeinsames Feind. Okay.